Richard sucht seinen Bruder Anthony. Die Geschwister verbringen eine unbeschwerte Kindheit in den USA bei ihrer alleinerziehenden Mama. Bis diese 1996 bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kommt. Die Brüder werden zu ihrem leiblichen Vater nach Deutschland gegeben und dort schon nach kurzer Zeit für immer voneinander getrennt. Leinsweiler an der südlichen Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Im größten Hotel des 400 Einwohner zählenden Erholungsortes lebt und arbeitet Richard. Der 24-Jährige macht gerade seine Ausbildung zum Koch. 1999 wurde Richard unter tragischen Umständen von seinem älteren Bruder Anthony getrennt, mit dem er eine anfangs unbeschwerte Kindheit verbrachte. Seit damals haben sich die Brüder nie wieder gesehen. Trotz intensiver Suche ist es Richard bis heute nicht gelungen, seinen geliebten Bruder zu finden. Deshalb hat er Julia um Hilfe gebeten. Richard? Hallo! Hallo, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Wie geht's dir gerade? Sehr gut, eigentlich, ja. Bisschen aufgeregt. Boah, sehr sogar. Ich würde dich gern gleich mitnehmen, wenn die auf dich verzichten können hier. Können auf mich verzichten? Ja, ja? Ja, okay. Okay, danke schön. Dann komm mit. Okay. Richard, wen suchst du? Ich suche meinen Bruder Anthony. Der ist Anthony John Parker mit vollem Namen. Und ich vermisse ihn eigentlich schon seit 16 Jahren. Was hattet ihr beiden Brüder für ein Verhältnis zueinander? Ja, wir hatten ein gutes Verhältnis, waren wie Pech und Schwefel. Ich habe zu ihm aufgeschaut. Er war wie ein Vorbild für mich. Kannst du mir erzählen, wie deine Kindheit war? Wir hatten eine glückliche Kindheit. Richard und Anthony wachsen in Clarksville, Tennessee auf. Ihr Vater, ein Soldat der US Army, verließ die Familie früh und ging nach Deutschland. Richards Mutter, eine Koreanerin, musste ihre Söhne alleine großziehen. Wie würdest du deine Mama beschreiben? Was ist das für eine Frau gewesen? Sehr liebevoll und sorgsam. Sie hat sich sehr um uns gesorgt, dass uns einfach nichts passiert. Wann wurde dann diese glückliche Zeit zerstört? Als ich 6 Jahre alt war. Mein Bruder war zu diesem Zeitpunkt hart. Da ist sie einkaufen gegangen und sie ist durch einen Autounfall gestorben. Das ist sehr schwer. Einen ganz festen Platz in deinem Herzen. Steht drin. Das ist mein Leben. Nach dem Tod ihrer Mutter 1996 kommen die Brüder nach Deutschland zu ihrem leiblichen Vater, einem für sie bis dahin fremden Mann. Die Eingewöhnung in ihr neues Zuhause fällt vor allem Anthony sehr schwer. So nach einer Zeit, so nach ca. 2 Jahren, hat mein Bruder sich so abgekapselt, also er hat sich unwohl gefühlt. Vater Leslie entscheidet sich schließlich von einem Tag auf den anderen, den 12-jährigen Anthony zurück in dessen alte Heimat USA zu schicken. Richard und sein Bruder werden auseinandergerissen. Mein Vater hat gesagt, ich kann den Kontakt halten und auch immer wieder sehen, wenn ich will. Aber das war nicht so. Wo hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Am Flughafen. Ich hab ihn dann nochmal umarmt. Ich hab ihm gesagt, dass es ihm besser geht. Du hättest ihn niemals gehen lassen, wenn du gewusst hättest, dass du ihn nicht siehst. Ich wäre mitgeflogen. Am besten wär's, ich wäre mitgeflogen. Anthony wird in die USA gebracht. Wohin genau, darüber schweigt sich der Vater bis heute aus. Jegliche Frage nach seinem Bruder wird abgeblockt. Das Verhältnis zwischen Richard und seinem Vater wird in den Jahren darauf immer schlechter, bis der Kontakt vor 6 Jahren schließlich ganz abbricht. Seitdem ist Richard ganz auf sich gestellt. Du sprichst nicht oft darüber normalerweise, ne? Also ich spreche sehr, sehr ungern über dieses Thema. Aber ich merke, wenn ich darüber spreche, dann das hilft einem. Wie groß ist der Wunsch, ihn wiederzusehen? Das ist mein größter Wunsch überhaupt.
dass er leben kann, wenn ich sterben. Was würdest du ihm gern sagen? Dass ich ihn nicht verlassen hätten dürfen, ich hätte ihn nicht alleine gehen lassen sollen. Das war mein größter Fehler in meinem Leben. Du warst ein kleiner Junge. Das war echt mein größter Fehler. Richard, eins kann ich dir versprechen. Ich werde auf jeden Fall keine Ruhe geben, bevor ich irgendeinen Anhaltspunkt finde. Egal wie lang es dauert. Okay? Okay. Drei Tage später am Düsseldorfer Flughafen. Am Abend zuvor hat Julia bereits recherchiert, mit einem beunruhigenden Ergebnis. Für meine Suche habe ich lediglich den Namen von Richards Bruder und den alten Wohnort der Familie in Clarksville, Tennessee. Den einzigen Anthony Parker aus Clarksville, den ich im Internet finden konnte, ist dieser junge Mann hier. Und der sitzt leider im Gefängnis. Ich hoffe sehr, dass es sich dabei nicht um Richards Bruder handelt. Aber um das rauszufinden, muss ich jetzt erstmal in die USA reisen. Mit einem mulmigen Gefühl fliegt Julia etwa 7000 Kilometer nach Nashville, der Hauptstadt des Staates Tennessee. In der 700.000 Einwohner zählenden Metropole möchte Julia herausfinden, ob es sich bei dem im Internet verzeichneten Anthony Parker tatsächlich um Richards Bruder handelt. Ja, hier ist ja was los. Nashville wird auch als Music City USA bezeichnet und ist vor allem bekannt als das Zentrum der Country-Musik. Bei Julias Ankunft findet gerade ein großes Musikfestival statt. Tausende Besucher aus den ganzen USA strömen in die Stadt, um sich zu vergnügen. Julia hingegen ist aus anderen Gründen hierher gereist. Ich bin gestern nach 14 Stunden Reise hier in Nashville angekommen. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum hiesigen Gericht, um herauszufinden, ob der inhaftierte Mann Richards Bruder ist oder nicht. Ich hoffe inständig, dass ich Anthony nicht gleich im Gefängnis finden werde. Das Gericht befindet sich etwas außerhalb des Stadtzentrums. Kameras sind in dem Gebäude nicht gestattet. Julia versucht hinter verschlossenen Türen ihr Glück. Kann man ihr hier tatsächlich etwas zu dem Fall Anthony Parker sagen? Nach rund 40 Minuten kommt Julia wieder heraus. Oh, ich bin noch nie so erleichtert gewesen, dass sich eine Spur als falsch herausgestellt hat. Ich habe da drin zweifelsfrei herausgefunden, dass es sich bei dem Mann im Gefängnis nicht um Richards Bruder handelt. Ich bin sehr erleichtert, auch wenn es für mich jetzt bedeutet, dass meine Suche wieder bei Null beginnt. Julia macht sich auf den Weg nach Clarksville, rund 80 Kilometer nordwestlich von Nashville. In der Stadt mit rund 132.000 Einwohnern haben Richard und Anthony zusammen mit ihrer Mutter gelebt, bevor diese verstarb. Wo genau? Daran konnte sich Richard nicht erinnern. Julia hat aber bereits eine Idee, wie sie trotzdem an Informationen kommen könnte. 1996 ist Richards Mutter hier in Clarksville ums Leben gekommen. Ich bin jetzt am größten Friedhof in der Region. Vielleicht finde ich ja ihr Grab und kann darüber mehr über Richards Familie rausbekommen. Julia wendet sich direkt an die Friedhofsverwaltung. Open, come in. Das mache ich doch mal. Hello. Hi, can I help? Hallo, was ist das denn? Was ist hier los? Hi, may I sit down? Hallo, darf ich mich setzen? Ich komme vom deutschen Fernsehen und bin auf der Suche nach dem Grab von Jan Nan Parker. Sie ist 1996 gestorben. Sie hat einen Sohn in Deutschland und sein sehnlichster Wunsch ist es, seine Wurzeln zu finden. He has a son in Germany and he wants to find his roots. Okay. Ich schaue mal nach, was ich herausfinden kann. Ich habe was gefunden. 1996? Right. Ja, genau. Ist sie hier begraben? Ja, sie liegt hier. Ah, das ist sehr gut. Das Grab ist in Sektion 23, Reihe 64B. Auf dem Greenwood Cemetery befinden sich mehr als 2000 Gräber. Die freundliche Verwaltungsleiterin stellt Julia deshalb den Friedhofsgärtner Wade zur Seite. Er hilft Julia dabei, das Grab von Richards Mutter auf dem weitläufigen Gelände zu finden. Was ist das Grab? Young N. Parker. Hier ist ein Foto auch von Richards Mama. Ich habe Blumen mitgebracht, sozusagen im Namen von Richard, für seine Mama. Das sieht aber so aus, als würde hier ab und zu jemand hinkommen. Die sind aus Stoff. Die auch. Aber die sind ganz frisch.
Da ist der Zettel drin vom Blumenladen. Bellafiore, Clarksville. Ich habe frische Blumen am Grab gesehen. Haben Sie vielleicht Informationen über Angehörige? Lassen Sie uns ins Büro zurückgehen und schauen, was wir herausfinden können. Wieder bekommt Julia Hilfe. Ich schaue mal nach. Okay, I have a contract. She has a sister. Sie hat eine Schwester. Ich werde es buchstabieren. Ich kann es nicht aussprechen. J-O-U-N-G-U. Young. Okay. And it's at 3528 Shakertown Road, Antioch, Tennessee. Tennessee. But does that address mean? Ist das Ihre aktuelle Adresse? This was the address. Das ist die Adresse von 1996. Ich weiß nicht, ob sie noch aktuell ist. Wir werden leider nicht benachrichtigt, wenn jemand umzieht. Und darf ich die Adresse haben? Natürlich. Wunderbar. Oh, I'm so happy. Ich bin so glücklich. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Thank you. Also das ist die Adresse von Richards Tante. Meine erste richtige Spur. Bye. Bye. Am nächsten Morgen. Antioch ist ein Stadtteil von Nashville, südlich des Zentrums gelegen. Julia sucht nun eine Schwester der verstorbenen Mutter, die aus Korea stammt. Sie soll in der Shakertown Road gelebt haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier, da ist sie, 3528. Scheint niemand zu Hause zu sein. Die Zeitung ist auch unberührt hier. Nee, hier ist keiner. Ich frag die Nachbarn. Hi, I need some help. Hallo, ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einem vermissten Menschen. Wissen Sie, ob eine koreanische Frau nebenan lebt? Nein, ganz bestimmt nicht. Sind Sie sicher? Ja, bin ich. Da lebt ein Mann, seit 7 Jahren. Ich verstehe, danke. Tschüss. Bye. Jetzt weiß ich jedenfalls schon mal 100% sicher, dass sie nicht mehr dort lebt. Aber vielleicht kann sich noch irgendjemand an sie erinnern. Ich suche eine koreanische Frau. Ihr Name ist Yang Yu. Ich kenne keine koreanischen Frauen. Ihr Name ist Yang Yu. Ich kenne sie nicht. No. Eine koreanische Frau. Eine koreanische Frau. Ich kenne keine hier in der Gegend. No. I'm not from here. Ich komme nicht von hier. Keine Ahnung. Bin nur bis morgen hier. Oh, ich weiß nicht. Wohne erst seit einem Jahr hier. Ich kenne keine hier auf der Shakertown Road. Ihr Name ist Yang Yu. Leider kenne ich sie nicht. Ich glaube, ich habe komplett die falschen Schuhe an. Ich habe mir voll die Blase gelaufen. Aber es hilft nichts. Weiter. Ihr Name ist Yang Yu. No. Thanks for danke fürs Helfen. Viel Glück. Danke. Ihr Name ist Yang Yu. Ich glaube, ich kann mich an sie erinnern, ja. Sie können sich erinnern? Yang Yu, wird sie so geschrieben? Ja, genau so. Oh, das ist toll. Ich bin auf der Suche nach ihr. Aber sie wohnt nicht mehr hier, oder? Not here anymore, right? Nein, sie ist schon vor längerer Zeit weggezogen. Woher kennen Sie sie? Ich gehe oft mit Freunden zum Bowlen. Sie war auch mit einer anderen Gruppe von Leuten dort. So haben wir uns kennengelernt. Ich verstehe. Wie heißt die Bowlinghalle? Hillwood Strike Bowling. Hillwood Strike Bowling. In Nashville. Ja, in Nashville. Wissen Sie, wo sie hingezogen ist? Ich habe leider keine Ahnung. Es ist sehr wichtig. Jede Information kann mir helfen. Können Sie sich an irgendwas anderes erinnern? You remember anything? Sie erwähnte einmal, dass sie einen Supermarkt hier in der Nähe hat. Somewhere in town. A supermarkt. Ein Supermarkt. Ja. Kennen Sie den Namen oder wissen Sie, wo er ist? Nein, ich kenne den Namen leider nicht. Thank you so Vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass ich Sie getroffen habe. Danke. Danke. Also wenigstens habe ich 2 neue Anhaltspunkte. Damit müsste ich doch irgendwas anfangen können.
Bye. Thank you. Thank you. Julia muss sich entscheiden, wie ihre Suche nun weitergehen soll. Und sie entscheidet sich schnell. Also bevor ich jetzt alle Supermärkte in der Umgebung abfahre, versuche ich mein Glück erstmal bei dem Bowling Center. Ich habe mir die Adresse rausgesucht und bin jetzt gerade auf dem Weg dahin. Hillwood ist ein Stadtteil von Nashville. Nach etwa 20-minütiger Fahrt erreicht Julia das Hillwood Strike and Spare Bowling Center. Hi. Hey. Excuse me. Entschuldigen Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Ich komme aus Deutschland und suche eine vermisste Person und habe gehört, sie kommt manchmal zum Bowlen her. Wie heißt sie? Sie ist Koreanerin und heißt Young Yu. Haben Sie ein Foto von ihr? Leider nicht. Kennen Sie sie nicht? Leider nicht, aber es kommen so viele Menschen her. Ich verstehe. Vielen Dank. Thank you. Die haben Spaß hier alle. Julia fragt sich bei den Besuchern des Bowling Centers durch. Irgendjemand müsste Richards koreanische Tante Young Yu hier kennen, die von der Nachbarin als passionierte Bowlingspielerin beschrieben wurde, die regelmäßig hierher kam. Die Besucher versuchen zu helfen, obwohl sie doch eigentlich gekommen sind, um sich zu amüsieren. Wow! Good job! Gut gemacht! Tja, die waren zwar alle sehr gut gelaunt und vor allem hilfsbereit, aber ich komme hier nicht weiter. Das heißt, ich muss jetzt doch alle Supermärkte abklappern. Julia fährt wieder 20 Minuten zurück nach Antioch und geht der zweiten Spur nach. Richards Tante soll einen kleinen Supermarkt betrieben haben. Hi, I'm looking. Hallo, ich suche Frau Young Yu und ich habe gehört, dass sie einen Supermarkt hier im Ort betreiben soll. Supermarket hier in town. Young Yu, kennst du sie? Mrs. Young Yu? No, Your Honor. Ihr Geschäftsführer heißt nicht Young Yu. Okay. Worum geht's? Sie wird vermisst. Ich suche sie und komme aus Deutschland. Nach und nach klappert Julia die kleineren privat geführten Supermärkte in Antioch ab. Davon gibt es etwa 20 in dem weitläufigen Vorort. Julia stellt fest, dass viele von Asiaten betrieben werden. Doch niemand scheint Richards koreanische Tante zu kennen. Mehrere Stunden ist Julia unterwegs. Ja, so langsam gehen mir die Supermärkte aus. Oh, wait, I help. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Vielen Dank, sehr freundlich. Okay. Hilft nichts, muss weiter. Julia gibt nicht auf. Sie sucht weiter. Doch langsam kommen ihr Zweifel, ob die Information, dass die Gesuchte einen Supermarkt betrieben haben soll, überhaupt korrekt ist. Tja, ich habe jetzt alle kleineren Supermärkte in der Umgebung durch. Einer von den großen Ketten kann es nicht sein. Mir ist vorhin nur noch eine Sache eingefallen. Die probiere ich jetzt noch aus. Direkt vor Ort recherchiert Julia an ihrem internetfähigen Computer. Auf dem Friedhof hatte sie etwas entdeckt, das ihr nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Ich habe mich noch mal an die Blumen auf dem Grab erinnert. Die stammen von einem Blumenladen Bella Fiori aus Clarksville. Vielleicht hat die ja irgendjemand aus der Familie dort abgelegt. Ich habe die Nummer von dem Laden rausgefunden und rufe da jetzt mal an. In dem Blumenladen kann Julia den Inhaber erreichen, den sie bittet, in der Kundenkartei nach dem Namen Yu oder Parker zu suchen. Den Nachnamen von Richards Tante und seiner verstorbenen Mutter. Okay, thank you so much. Bye bye. Ich kann es kaum glauben, die hatten tatsächlich eine Familie Yu in ihrer Kartei. Das müsste doch Richards Tante sein. Ich habe jetzt die Adresse und ich werde dahin fahren. Einige Tage später zurück in Deutschland. Julia hat sich mit Richard verabredet, um ihm das Ergebnis ihrer Suche nach dem seit 16 Jahren vermissten Bruder zu präsentieren. Hallo! Ja. Hallo Richard, hi! Schön, hallo! Dich wiederzusehen. Ich freue mich sehr, hallo! Ich freue mich auch! Komm mit! Richard, ich war in den USA, um nach deinem Bruder zu suchen. Ich war viel unterwegs und habe aber dann irgendwann einen Tipp bekommen, wo die Schwester deiner verstorbenen Mutter, also deine Tante, leben soll. Okay. Und da bin ich hingefahren. Magst du es sehen? Ja, gern. Ja? Ja. Dann schau mal. Mein Herz pocht, wenn alles gut geht, wohnt da Richards Tante.
bin Julia und komme aus Deutschland. Sind Sie Frau Yang Yu? Yang Yu? Ja. Ja. Really? Wirklich? I'm looking for you. Ich habe Sie lange gesucht und möchte mit Ihnen sprechen. Worum geht es denn? Es ist privat, aber nichts Schlimmes. Darf ich vielleicht reinkommen und Ihnen alles erzählen? Okay, komm rein. Ja, kommen Sie rein. Danke. Thank you. Danke, ich folge Ihnen. Ich bin hier, weil Ihr Neffe Richard seine Familie sucht und besonders seinen Bruder Anthony. And especially for his brother Anthony. Oh, really? Wirklich? I'm so surprised. Das ist aber eine Überraschung. Sind Sie glücklich? Aber natürlich. Und wie? We're looking for him long time. Wir suchen schon so lange nach ihm, aber wir konnten ihn nicht finden, da ich seit langem keinen Kontakt mehr zu seinem Vater habe. Are you still in contact? Haben Sie noch Kontakt mit Anthony? Oh, yes. Aber natürlich, ja. Yeah. Is he fine? Geht es ihm gut? Klar, ihm geht es gut. Er ist ein stattlicher junger Mann. Das freut mich sehr zu hören. Denken Sie, es ist wichtig, dass die zwei Brüder wieder zusammenkommen? Of course they are brothers. Mit Sicherheit. Sie sind doch Brüder. Also vermisst auch Anthony seinen Bruder? A lot. Oh ja, sehr. A lot. Ich vermisse ihn so sehr. Immer wenn ich meine Schwester auf dem Friedhof besuche, muss ich an ihn denken. Ich bin unglaublich froh, dass er seinen Bruder nun gefunden hat. Vielen Dank, dass Sie nach uns gesucht haben. Vielen, vielen Dank. Ich bin überglücklich und vor allem sehr erleichtert für Richard. Ich habe Anthony, seinen Bruder, gefunden. Danke. Ich freue mich für dich. Verdammt, ist das geil. Ja, verdammt, ist das geil. Ich bin dann zu deinem Bruder gefahren. Weiter gucken? Ja. Da, 226. Hier wohnt Anthony. Hallo? Hi. Hey. Hi. Hey, hallo. Are you? Bist du Anthony? Yes, I am. Ja, bin ich. Hallo, ich bin Julia. Ich bin auf der Suche nach dir. I'm looking for you. Wovor? Okay, warum? Darf ich reinkommen und es dir erzählen? Es ist nichts Schlimmes. Okay. Ja, okay. Kommen Sie rein. Nein. Okay. Can I come? Kann ich reinkommen? Ja. Yeah. Thank you. Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Ich habe ihm dann erklärt, warum ich da bin. Schau mal. Schau mal. Anthony, I'm here because... Anthony, ich bin hier, weil dein Bruder Richard dich sucht. Was bedeutet das für dich? Tut er das wirklich? Sind das gute Nachrichten? Excellent news. Das sind fantastische Nachrichten. Eine der besten Nachrichten, die ich je bekommen habe. Wie fühlst du dich? Excited. Aufgeregt, ängstlich, glücklich. Mixed emotion. Einfach gemischte Gefühle. Anthony, wie lebst du heute? Ich lebe in einem kleinen Wohngebiet in Christiana, Tennessee. Ich wohne dort in einem kleinen Haus. Ich arbeite in einer Autofabrik und baue dort Autositze für verschiedene Firmen. In meiner Freizeit schraube ich an meinem Auto. Das liebe ich. Das ist meine Leidenschaft. Kannst du mir etwas über deine Kindheit erzählen? With Richard. Zusammen mit Richard? Fun, adventurous. Wir hatten viel Spaß und haben viele Abenteuer erlebt. Wir haben zusammen eine Menge Unsinn gemacht. Wir haben einfach alles zusammen gemacht. Wir hatten eine tolle Kindheit. Kannst du den Tag beschreiben, an dem eure Mutter starb? Ich erinnere mich, dass wir aus der Schule kamen und unsere Großmutter hat geschrien und geweint. Our grandma was yelling at us, you know. She was Korean, so. Das war ein schlimmer Tag für uns. Würdest du sagen, dieser Tag hat alles verändert? Changed?
gehe? Oh ja, wir haben dann unseren Vater das erste Mal getroffen. Und dann sind wir mit ihm nach Deutschland gegangen. Das war wirklich eine harte Zeit. Wie war es für dich in Deutschland? Yeah, definitely different. Das war wirklich komplett anders als in den USA. Ich hatte unglaubliches Heimweh. Unsere Mutter hat uns sehr gefehlt. Warum hat dein Vater dich zurück in die USA geschickt? Ich glaube, er hielt es für besser, dass ich in den Staaten aufwachse. Er schickte mich zu einer guten Freundin meiner Mutter. Sie ließ sich gerade von ihrem Mann scheiden. Ich lebte fortan bei ihrem Ex-Mann. Er hat mich großgezogen. Mein Vater kam mich noch ein-, zweimal besuchen. Er brachte mir ein Foto von Richard mit, mehr nicht. Ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Wie war die Trennung von deinem Bruder für dich? Das war wirklich hart. Wir waren doch sonst immer zusammen. Dein Bruder fühlt sich immer noch sehr einsam. Ja, das tue ich auch. Es gab oft Zeiten, in denen ich sehr einsam war. Was bedeutet das jetzt für eure gemeinsame Zukunft? Wir werden wieder zusammen sein. Wir werden nie mehr einsam sein. Die Löcher in unseren Herzen werden wieder geschlossen und ein neues Abenteuer wird für uns beginnen. Ich habe dir ein Foto mitgebracht. Das ist dein Bruder. Hey. He looks happy. Er sieht sehr glücklich aus. This makes me so happy. Das macht mich gerade unglaublich glücklich. Hey Richard. Hallo Richard, ich bin dein älterer Bruder Anthony. Ich habe gehofft, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Und tatsächlich ist dieser Tag nun gekommen. Ich freue mich sehr, dich bald zu sehen. Und ich liebe dich. I love you. I love you too. Yeah, I'm just happy. Just real, real happy. Ich bin unheimlich froh, dass es dir gut geht. Ich danke dir. Sehr gern. Ich freue mich so für dich. Jetzt habt ihr euch wieder. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber es darf keine Zeit mehr vergehen, oder? Nein. Ich habe deinen Bruder mitgebracht. Er wartet draußen. Echt? Ja. Willst du zu deinem Bruder? Dann bringe ich dich jetzt. Ja? Komm mit. Vor 16 Jahren, noch im Kindesalter, wurden Richard und Anthony nach dem tragischen Tod ihrer Mutter getrennt. Warum ihr Vater jeglichen Kontakt verhinderte, ist für sie bis heute unverständlich. Doch jetzt sollen beide sich endlich wiedersehen. Richard, ich freue mich ganz besonders, dir das sagen zu können. Da um die Ecke wartet dein Bruder auf dich. Geh zu ihm. You happy now? You feel good? Ihr beiden, I'm very happy for you. All the best. Thank you. Nichts zu danken. All the best. Anthony und Richard, die beiden geliebten Brüder, haben sich nach 16 schmerzhaften Jahren der Trennung endlich wieder. Und fast ist es so, als seien sie nie voneinander getrennt gewesen.